Sie wollen im nächsten Video auch mit dabei sein. Kommen Sie also auf Twitch vorbei und seien Sie aktiv in den Videos dabei. Ja, jetzt in die Beschreibung schauen und über den Twitch-Link auf meinen Kanal kommen. Ja, seien Sie dabei. Ja, juhu, liken Sie das Video, abonnieren Sie den Kanal und folgen Sie mir auf Twitch. Vielen Dank und viel Spaß beim Video. Hallo? Ja, hallo. An die Agents, wir haben gerade aktuell einen nackten Typen in der Garage. Da muss ich aber ganz schnell los. Hallo? Ich wollte nicht abhauen, ich wollte vor der ja, hallo? Frau wegfahren. Kriegst du mal bitte Ihren Ausweis? Ja. Ich weiß nicht, ob was gegen Sie vorliegt. Ich bin beim FAB, Sie sehen hier meine Weste. Passen Sie auf, Sie sind vom FAB, ziehen Sie nochmal die Weste an. Da können Sie nochmal abnehmen, perfekt, passt. Herr Squaws, können Sie sich mal kurz umdrehen? Ich möchte einmal... Festnehmen? Einmal den Ausweis in der Tasche. Ach so, natürlich, ja. Einmal aussteigen, wir werden schießen. Nein, nicht schießen, nicht schießen, bitte nicht schießen. Nicht schießen, bitte nicht schießen, bitte nicht schießen. Boah, war das knapp. Ja, ich wollte eigentlich FAB machen. Aber ich brauche jemanden, mit dem ich, der mich einstellen kann wieder. Was ist denn hier eigentlich los? Ich guck mal, warum ich nicht eingeladen bin bei der Party. Jo, was macht ihr in meinem Grundstück? Chico, was machst du hier auf meinem Grundstück? Ja, Chico, hallo. Oh mein Gott! Ja. Oh, Fanboy, nein, Digga! Oh, okay, teleportiere mich weg, teleportiere mich bitte weg. Warum bin ich jetzt wieder mit einem Mann hier? Ich kann Ihnen nicht sagen, woher Sie kommen. Ich komme aus Ostdeutschland. Ostdeutschland. Sie sind bestimmt der Herr, der gerade schon mit dem Ferrari drin war. Genau, ich bin Herr Ferrari, ja, und ich habe Besitztum. Ich habe Zugriff auf 723 blaue Tonnen. Also ich bin sozusagen Tonnenhändler. Für die, die es nicht wissen, wenn sie Abfall haben, hier. Papier und Pappkartons, dann muss das ja in so eine Tonne rein und ich lager die Tonnen, also ich verkaufe die, ich mache damit hier einen Rubel, verdiene ich mir eine grüne Nase, ja, goldene Nase natürlich. Hört sich gut. Ja, also wir brauchen eine, Herr Spirale, genau, ich bräuchte wieder eine Einheit bräuchte ich. So 6 bis 12 Mann, die SWAT sind fähig, also ja. So besondere ja, Einsatz. SWAT-Kleidung. Genau, ja. Genau, ja, brauche ich einfach nur, die dann so die Leute hochnehmen und so. Ja, mir wurde gesagt, ich habe die Ehre alleine mit ihnen, aber machen wir. Dann musst du gucken, dass ich die Mann auch rankrieg. Ja, ich bin ja beliebt beim FIB, also das müsste ja funktionieren. Ich habe Zugriff auf 1000 Biotonnen und ich habe 2 von den Tonnen abgeleckt. Aber das ist eine andere Geschichte. Holen Sie erstmal die Mitarbeiter. Warte, ich erleichtere Real Akura einfach die Arbeit. So, ich mache einfach so. Warte. Okay. Jetzt werden wir gemeinsam mit euch kriminelle Drogendealer aufspüren und ich bin verkleidet als Undercover Cop. Wow, wird das spannend. Bleibt auf jeden Fall dran, Mann. Und bis zum Ende schauen. Das ist immer ganz besonders wichtig. Was gibt's heute? Ich kurz. Wer ist das? Oh, wer bist du? Ich bin. Alter, bist du high, Junge? Nein, Mann, ich brauch dringend einen Schuss. Hat jemand Kokain? Ich brauch. Ja, ich hab Koks dabei. Hast du Koks dabei? Oh, gib ich dir nicht. Bitte, gib mir Koks. Ich hab 1,6 Millionen dabei. Wie viel würdest du mir für 4 Koks geben? Was ist denn das wert? Ich brauch 10 Koks am besten. Warten Sie, ich kann Ihnen den Versandweg. Kommen Sie mal. Oh, ich brauch dringend Stoff. Ich bin eine Marihuana-Leiche. Ich bin ein Chunky. Geben Sie mir Stoff. Nein, okay, ich bin ein Marihuana-Abhängiger, okay? Okay, Marihuana-Abhängiger. Ja. Salzbrot! Salzbrot! Oh mein Gott! Hallo, Salzbrot! Ich komm später nochmal wegen dem Kokain. Salzbrot! Darf ich mitfahren? Ja, oder steigen Sie ein, 70098, steigen Sie ein. Ja, ich bin bei Salzbrot! Der andere rechts. Ich liebe deine Videos, du Ehrenmann! Oh, es hat geklappt, er ist tot! Es hat geklappt, er ist tot! Ja, geil, ja, er ist tot und nein, sie auch! Er ist auch gestorben. Den wollte ich eigentlich festnehmen, weil das war ein böser Kokain-Dealer. Guter Mann. Also,
der Flug hat ja Spaß gemacht, aber der Aufprall war nicht so lustig. Ja, jetzt holen wir das Kokain. Ah, ist das der Drogenvan? Wollen wir nicht irgendwie um die Ecke gehen? Hier sind ein bisschen zu viele Bullen. Wenn die das sehen, ja, dass sie mir das bereichen. Wir gehen einfach um die Ecke, ja, und dann machen wir dann dort den Deal. Ja, hallo? Hallo, ich bin der größte Fan. Ja, später. Wir müssen gerade einen Deal machen, okay? Darf ich auch mit dealen? Ja, natürlich. Ich falle hier gerade noch um, weil ich übelst auf Entzug bin. Es handelt sich um Marihuana, daraus mache ich Kokain-Lines. Die aus Marihuana machst du Kokain? Ja, ich mache das klein und mache daraus Kokain, das ziehe ich dann. Okay, ich würde sagen, hier... Ich würde sagen, hier machen wir den Deal. Ich will ja nichts sagen, aber ja? Ich glaube, hinter uns her kommt ein FBI. Oh ja, dann, dann lass mal hier noch ein bisschen weit um die Ecke. Können Sie mir jetzt das Mario... Ach, Sie haben mir das schon gegeben. Ja. Zugriff! Zugriff! Bleiben Sie stehen, das FIB hat Sie umzingelt. Sehen Sie, ich bin von der Polizei und Sie sind in meine Falle gelaufen. Ich bin von der Polizei und Sie sind drauf reingefallen. Sie blöder Drogendealer. Na, da gucken Sie jetzt doof. Haben wir endlich ein Ende gesetzt, der Kartellmafia hier in Los Santos. Wollen Sie einen Anwalt haben? Nö? Sie hätten eh keinen bekommen, ne? Sie hätten eh keinen bekommen. Sie kriegen nämlich die höchste Strafe, die es gibt, als Drogendealer. Das widert mich an. So, gucken wir mal, ob hier, fahren wir den jetzt erstmal in den Knast. Und dann gucken wir weiter in der Stadt rum, ob wir hier Koks und Marihuana-Dealer finden. Na, das geht ja gar nicht hier. Das ist sowas. Mario Höhner. Oh, da ist der. Ja, kann man nichts machen. Hallo? Combat Logging. Okay, sehr gut. Hat sich das auch erledigt. Aber der ist automatisch dann im Knast. Oh mein Gott, Sound Squad! Ich bin ein Soundboard. Ey, komm mal hin, bitte. Da draußen. Ja, wann kommst du eigentlich in den Knast? Scheiße, du hast die gleiche Tasche. Das ist Soundboard, ich bin ein Soundboard. Ich liebe dich, Sound Squad. Cisco, oh mein Gott. Ist Cisco auch da? Nein. Ey, Salzquad, ich küsse dein Herz, Digga. Mach weiter so, deine Videos sind Baba, Digga. Dankeschön. Mein Gott, ich liebe dich, Salzquad. Ja, mach auch weiter so hier, so ein bisschen im Gefängnis chillen, entspannt. Nein, Bruder, das war das erste Mal hier, ich bin jetzt neu hier auf dem Stand. Hast du ein bisschen Geld oder so für mich vor Anfang, Bruder, bitte? Geld. Bitte, Salzquad, bitte. Okay, pass auf, ich geb dir jetzt das Geld und je nachdem, was für einen Betrag ich dir gebe, musst du eine Reaktion darauf zeigen, okay? Okay. Oh mein Gott, Digga. Dein Herz. Bitte schreie den ganzen Knast zusammen, dass sie so richtig abgefuckt sind. Hallo? Guten Abend, die Herren. Ja, hätten Interesse an Drogen. Also Drogen habe ich. Drogen hätten Sie. Ich würde gerne 10 Drogen erwerben. Ja, sowas haben wir nicht hier. Was haben Sie nicht hier? Schmieröl? Da sind Sie. Hör mal jetzt auf, hier zu reden und Quatsch. Nee, ich will weg. Mit dem Mann reden, der so dunkel redet. Also Sie hätten Drogen. Sie haben doch gerade gesagt, Sie haben Drogen. Jetzt ist es eh zu spät. Nee, jetzt voll auf Krampf. Also, das können Sie schon zugeben, ne? Geben Sie es zu. Nee, das ist sehr auf Krampf, die Herren. Nee. Nee, also... Ich hätte gerne ein bisschen Crack, Homeboy. Das war sehr sarkastisch, ja. Was ist denn das hier für eine Hausnummer? Was ist denn das für eine Hausnummer, guter Herr? Ja, das hat... gehen Sie mal bitte von dem Grundstück hier runter. Leute, wir müssten gleich mal den Zugriff machen. Hier hat einer gerade bestätigt, dass er Drogen dabei hat. Nee, das war Sarkasmus. Jetzt, das ist Amtsgebrauch, den Herrn. Vinewood Hills, Normandie... Vinewood Hills, Normandie, Doktor, südwestlich. Das ist Amtsmissbrauch, die Herren. Na, ich bin ja gar kein FIB. Ja, das ist, er hat gerade gesagt, dass er nicht... kein Beamter ist, dann gehen wir jetzt rein, komm. Ja, wir werden sie jetzt raiden. Hier, in dem Haus sind die. Sie können rein, ist auf. Was auf? Hier oben sind also zwei Leute. Sie! Amerikanski, Sie, Senior, I want drugs, beschlagnahmen, amigo. Aber welche Drogen? Ich hab kein Wort verstanden. Hier, Armano. Also, ich hätte nur eine Pille, ne? Hermano, ich suche nach die Drogas. Ich suche nach die Drogas, Hermano. Wo sind die Drogas? Hermano, haben Sie Drogas dabei? Hat hier irgendjemand Drogen dabei? Okay, Hermano, damit Sie sehen, ich meine ernst, ich erschieße eine Amigo von Ihnen. Komm, mach. So, Amigo, du siehst, ich meine ernst, Meine Kollegas hier werden... Ja, ich bin total sauber. Meine Kollegas hier werden ihre Kollegas umbringen, wenn sie uns nicht die Drogas rausrücken. Also, Erkältungspillen. Die Flossen hochmachen. Mach die Hände hoch, Kollege. Naja, wir können das auch so lange machen, bis hier alle tot sind. Ja, gibt wo sind die Drogen? Wer meldet sich? Hm? Ja, okay, der Nächste wird umgeschossen.
Wir machen das wie beim mexikanischen Kartell hier. Und aus welchem Grund? Aus welchem Grund schießen jetzt meine ganzen Familienmitglieder? Das ist eine Art Foltermethode hier. Folgt mir die. Ja, das soll ich Ihnen jetzt einen Kopfschuss geben? Hm? Soll ich, Sie reden mir zu viel. Ich will eine Antwort haben. Wo ja, und Sie machen hier zu viel Quatsch. Wir haben die Drogen gesehen. Also will ich die Drogen jetzt entweder sehen oder das Ende im Gelände. Ja, okay, zeig mir wo. Komm, hau einfach. Komm, wo sind die Drogen? Ja, Sie haben vorhin. Ja, das frage ich ja euch, wo die Drogen sind. Sie haben das vorhin ja auch zugegeben. Die Drogen. Warte, was ist das hier? Was ist das hier für ein Generator? Ist das ein Methamphetamin-Generator oder was? Hier, krass. Das ist krass. Hier? Okay, wir haben's. Ich würde sagen, alle in Einzelhaft. Alle Einzelhaft. Ich ernte das mal als Beweissicherung. Das ist eindeutig. Ja, hier irgendwo schießt einer von denen. Ein Gangmember von denen schießt. Ja, genau. Macht euch mal alle breit, hier wird geschossen von den Gangmembern. Und ihr, die Gang, die einmal bitte an die Wand stellen. Einmal bitte an die Wand stellen. An die Wand stellen, einmal komplett an die Wand. Ja, alle mal an die Wand, damit wir überprüfen können, wer auch wer schießt und wer nicht schießt. Ja. Nicht, dass ihr nochmal anfangen, einfach random zu schießen. So, okay, haben wir alle hier hingestellt. Sehr gut. Jetzt müssten wir, also wir machen jetzt Folgendes, wir werden alle einmal erschießen und dann wiederbeleben, okay? Damit sie den Schmerz spüren und endlich die Aussage tätigen. Wir brauchen heute noch einen Fund. Ja, und sie brauchen mal irgendeine Beschäftigung, glaube ich eher. Ja, wir müssen heute noch einen Drogenfund machen, es geht nicht anders, es tut mir leid. Haben sie ganz schön Langeweile. Sie sind der Erste. So, ja gut, dann bitte einmal alle die Waffen anvisieren, an die Gang dort, die Kriminellen. Ich nehme den dicken Macker hier. Okay, dann 3, 2, 1 und feuern. Fuck. Habt ihr auch Drogen, ne? So schaltet man übrigens, ja, mexikanische verfeindete Kartelle aus. Das habe ich in Mexiko so gelernt. Und so machen wir das absolut auch bei der Polizei, weil es ist unglaublich, wie kriminell und aggressiv die Leute, die Gangs sich hier organisieren. Es ist unglaublich und wir müssen auch was dagegen tun. Wir können nicht mehr immer mit der Justiz und Judikative hier ankommen und irgendwelche Regeln aufstellen, sondern wir müssen mal gewaltige Aktionen hier verteilen, ja? Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Guter Einsatz, Jungs. Wir haben die Stadt wieder ein bisschen sicherer gemacht. Oder würden wir abgeschossen, wenn wir hier reinfahren? Ja, wir kriegen ganz andere Probleme, wenn wir reinfahren, aber heute ist alles in Ordnung. Jungs, ihr könnt mal weiterfahren. Also was machen die denn hier? Was macht ihr? Also ich wollte eigentlich eine Drogenkontrolle durchführen, aber... Deiner Streife eine Drogenkontrolle, ja, wir, was ist bei euch? Wir erwarten doch, dass ihr friedlich seid, hä? Deiner Streife macht eine Drogenkontrolle im HQ. Weil wir denken, dass ihr friedlich seid. Wir wollen doch nichts Böses. Wir wollen doch friedlich das machen, wie gesagt. Ja, wir fahren doch schon. Hallo, entspannen Sie doch. Ich fahr rückwärts. Wie soll ich das sehen? Wenn ich gegen irgendwas gegenfahre, dann rastet ihr aus. Ich park geradeaus, entspann doch. Guck mal, da steht jemand, ich kann nicht fahren. Gut, jetzt kann ich fahren. Ah, fuck, warte, die Tür hängt fest. Warte doch, die Tür hängt fest. Ich mach nicht auf cool. Du fahrst schneller, denkst du, ist ein Binder? Ey, was soll denn das? Warum LM sie jetzt? Da haben wir wieder auf cool gemacht. Dankeschön. El Amigo, ich mache jetzt wieder nach Mexiko. Wir sehen uns. Du verpiss dich jetzt auch hier, Digga. Wir sind doch auf dem Weg. Entspannen Sie doch mal. Wir sind doch schon so. Alle eingestiegen. Ja. Oh, Digga. Ja, ach, gut, wir können vorwärts fahren. Kein Problem, wir fahren vorwärts. Du hast gesagt vorwärts, hä? Er sagt, wir sollen vorwärts fahren? Ich fahr vor... Also jetzt kann mich aber keiner mehr belangen. So, dann klären wir mal eben die Geiselnahme. Herr Cole und der Skywars. Sie tun gegen diese zwei Leute hier würfeln, okay? Herr Skywars, was? Würfeln. Ja, ist auch egal. Ja, wir würfeln 100k. Wer gewinnt, bekommt Dings. Sie würfeln hier mit einer Geisel. Sie würfeln mit einem Menschenleben. Nein, es geht nicht darum würfeln. Wir würfeln nicht um Menschenleben, sondern um Geld. Um Geld? Genau. Warum? Was ist denn das bitte für eine Geiselnahme hier? Wo ist denn die Geisel? Hallo, wo habt ihr denn die Geisel hingestellt? Ey, Amigo, ich bin doch auch hier von den Gelben, siehst du doch. Beweg mal deinen Arsch hier so. Amigo, ich komme auch aus Mexiko. Ey, alles gut. Ich zähle jetzt bis 5, entweder bist du raus oder du kriegst einen Kugel in deinen Scheiß. Entspann. Ich will nur kurz wissen, wo die Geisel ist. Habt ihr eine Geisel oder habt ihr gar keine? Weil was ist, wenn ihr gar keine Geiseln habt und nur so tut? Sind da wirklich Geiseln drin? Ich guck eben nach. Ah, okay, es sind wirklich Geiseln. Ja, okay, ich kann das so weitergeben, es stimmt. Hier sind wirklich Geiseln. Es stimmt. Sie haben wirklich Geiseln. Ich habe mal detektivische Arbeit gemacht. Es befinden sich zwei Geiseln, zwei Zivilisten hinter den Theresen im Emanation. Das sind aber die einzigen, soweit ich das jetzt vernommen habe. So, wir wollen jetzt
2 Millionen pro Geisel haben. 2 Millionen pro Geisel, ne? Wollen wir haben, ne? Innerhalb von den nächsten 10 Minuten. Wenn nicht, erschießen wir die erste Geisel. Habt ihr uns verstanden? Ja, wir wollen 2 Millionen pro Geisel, sonst erschießen wir ihre Geisel. Innerhalb von 10 Minuten 2 Millionen für die erste Geisel, sonst schießen wir die erste Geisel. Würden Sie nur die 2 Millionen bezahlen, oder nicht? Natürlich zahlen wir die. Na gut, dann erschießen wir jetzt die erste Geisel. Let's go. Wir erschießen jetzt die erste Geisel. Ihr Geiselnehmer hat nicht gezahlt. So, die erste Geisel ist tot. Die erste Geisel ist tot, ne? Die erste Geisel ist tot. Wenn sie gleich nicht 2 Millionen bezahlen, dann die nächste Geisel, ne? Einfach umgedreht. Geiselname umgedreht. Ja, der Bre meinte, der ist ganz lustig von heute. Wir haben den die Wahl gelassen, also es war auch RP. Stellt euch vor, ihr macht so Geiselname in Real Life. Das FIB kommt an, die sagen so, ja, ist die Geisel egal, 1 Million oder ich erschieße ihre Geisel. Die FIB rennt rein und erschießt einfach deine Geisel. Und du stehst dann im Laden, du fällst in den Laden und denkst dir, warum, was soll denn das, was erschießen die meine Geisel in die Cops? So, weißt du? Lukas, was machst du denn hier? Du warst doch im Knast. 2 Millionen oder der nächste Geisel stirbt. Keine Verhandlung mehr. Schnack nicht und halt die Fresse. Verstanden? Okay, Geisel ist tot. Geisel ist tot. Leute, wie findet ihr mein RP? So, also ihr könnt bewerten von 1 bis 1. Ja. Oh. Ich schaff's. Ich werd's schaffen. Die 2 Millionen, bitte. Die 2 Millionen, ich hab keine Waffe mehr. Die 2 Millionen, das hat die Geisel verdient. Scheiße, okay, sie haben mich gefinisht. So, Frau Gudersprinzessin, eine Behandlung, bitte. Oh mein Gott. Eine Behandlung, bitte. Sind sie Salzgurt? Oh mein Gott. Salzgurt, oh mein Gott. Salzgurt. Können Sie mir bitte eine Heilung geben? Die ist da, die hat mich behandelt. Können Sie sich behandeln? Junger Mann, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bräuchte eine Behandlung. Könnten Sie einmal bitte leise sein? Ich verstehe den jungen Mann nicht. Interessiert mich nicht. Können Sie einmal die Maske abziehen? Mein Gott, Digga. Können Sie mir nochmal sagen, was Sie gerne möchten? Eine Heilung. Ja, die bekommen Sie natürlich. Ach, dankeschön. Bitte schön. Sie sind ja eine Ehrenfrau, Sie akzeptieren ja das Wort Heilung. Das ist ja, das machen ja, das nicht alle. Ja, oder Behandlung. Ja, aber die, nee, die meisten, die heulen immer rum, oh, ich bin doch keine Hexe, ich kann doch nicht heilen. Aber man wir sagt ja auch, normalerweise auch man nicht. Kann ja auch genesen aber sagen, aber genesen ist ja genauso wie geheilt. Genau. Das war's. Gut, tschüss.